dunkel. Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt. Halt dich nicht zu lange im Nebel auf. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Sicher nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Ist die beste Safe-Knackerin im Outer Rim. Ohne sie kommen wir nicht ins Liros Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashiga. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Ein Begrüßungskomitee. Begrüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Ich gehe raus. In Ordnung. Abfliegende Raumfähre nach Onderon aus Transportbucht 3. Bereit machen zum Abflug. Hallo, ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML-850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört. Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ankh. Was willst du von Ankh? Sie schuldet mir Geld. Ziemlich viel. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein, nein. Ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an. Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Hey, in die 5. Fürs Erste sind wir sicher. Gib ihm nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf Kijimi. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört. Ankh ist Stammgast im Doma-Refektorium. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Du bist die beste Sabbatspielerin von uns. Hunger nix? Das ist also Kijimi-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen.
Das Imperium wäre früher oder später sowieso gekommen. Aber dass der Clan sie einlädt? Also ich gehe nirgendwo hin. Kijimi ist mein Zuhause. Tut mir leid, vielleicht kommt später was rein. Wiedersehen. Oh, schon gut, Kumpel. Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Hey, ND5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Ist hier jemand? Nur leise. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ankh rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Los, Nix. Wir kennen diese Kreatur nicht. Na dann. Mal sehen, was wir finden. Aha.
Okay. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich... Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war... schnell. Nicht für mich. Crimson Dawn spielt mit dem Feuer. Die Ashiga werden denen das nicht durchgehen lassen. Diese Stadt wurde von Leuten erbaut, die vor etwas geflüchtet sind. Ah, das muss das Urquell sein. Diese Stadt wurde von Leuten erbaut, die vor etwas geflüchtet sind. Glaubst du, sie sind jetzt alle frei in die Fünf? Ich verstehe die Frage nicht. Sie werden jetzt von den Ashiga beherrscht. Und vom Imperium. Ja, wer frei sein will, braucht einen Haufen Geld. Aber die Bahnbrecher ist ein guter Anfang. Nix, jetzt kein Mucks. Alles klar, Nix. Sei brav und still. Wir holen uns das Relikt. Showtime, Kumpel. Was will das Vieh? Weg mit dir, verschwinde! Hast du was, Kleiner? Wenn man alles bedenkt, lebt man hier echt gut. Das muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte knifflig werden. Wie lange muss ich mich damit noch rumschlagen? Es wird immer schwieriger, gute Arbeit zu finden. Was siehst du? Zurück an die Arbeit. Was war? Hä? Hä? Du darfst hier nicht rein! Ich frage mich, was los ist. Hoffentlich ist die Bezahlung da das wert. Da war ganz bestimmt etwas. Da ist nichts. Scheint vorbei zu sein. Die führen was im Schilde. Und das bedeutet nie etwas Gutes. Hast du was, Kleiner? Thank you.
Kontrollraum. Dafür brauche ich eine Schlüsselkarte. Was siehst du? Jetzt nur nicht auf der Zielgeraden stolpern. Nix, da. Ja, Sir, Pete Williams. Na, Vargon und ihr. Lass das fallen. Gut, Diana. Da ist ein kleines Ding hier drüben. Eine Schlüsselkarte. Damit komme ich in den Kontrollraum. Hältst du denn nie deine Klappe? Siehst du was? Ablenkung, Nix. Wem gehört dieses Tier? Moment. Was siehst du? Zeit für eine kleine Showeinlage. Schaff das Ding weg! Ich will, dass hier alles durchsucht wird. Was ist das denn? Hört ihr das? Leg los, Nix. Was ist das denn für ein Ding? Gigi Grancha. Hilda Haku. Hast du was, Kleiner?
Ist hier jemand? Wir müssen sie finden. Ich hätte schwören können. Siehst du was? Wo sind sie hin? Eigenartig. Was siehst du? Alles in Ordnung. Das wäre erledigt. Fürs Erste. Ist jemand in der Nähe? Hast du was, Kleiner? Ist jemand in der Nähe? Siehst du was? Ist hier jemand? Was siehst du? Nix, ich brauche eine Ablenkung. Zeit, sie abzulenken, Nix. Showtime, Kumpel. Kein Verstecken mehr. Schieß nach eigenem Ermessen. Na los doch, Leute. Entdeckung, Nix. Hinterher. Lass sie. Detonator. Feuer.
Also gut, bringen wir das Ding hier raus. Unser Ausgang. Willst du das haben, Nix? Guter Junge. ND5, ich hab das Relikt, Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nein. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich hab dich.
Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Ban Pudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Andy 5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Stimmt. Das wird schon. Alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen. Hey, ganz ruhig. Das Ban Pudira. Wer bist du? Kaybas, Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Outer Rim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Ich gehe gerade die Ladung durch und ich habe was gefunden, was für dich nützlich sein könnte. Komm zu mir. Na gut. Die Ashiga fangen langsam an, mich zu mögen, glaube ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so.